Heute habe ich mal für Sie eine Idee für einen etwas anderen Knödel, außer einen klassischen Kartoffelknödel. Es geht um den Kartoffelknödelteig, um den original bayerischen Knödelteig von der Firma Burgis. Einen normalen Kartoffelknödel, den man so mit also Brotbreckerle füllt und dann schön zärtlich kocht, ist, kennen wir alle, unser Sonntagsknödel. Aber man kann auch diesen Teig wunderbar variieren. Zum Beispiel würde ich Ihnen gerne heute mal zeigen, wie man Sauerkrautknödel macht. Ah, nicht erschrecken, einen Sauerkrautknödel. Sie haben schon richtig gehört. Das sollten Sie einfach mal probieren, weil es ist quasi alles in einem und er hat eine Spritzigkeit und eine Raffinesse. Und ich sag's Ihnen, probieren Sie ihn einfach. Einfach probieren. Sie haben gesehen, wie einfach das eigentlich ist. Ja? Mit einem Grundprodukt was Raffiniertes und vor allem was anderes zu machen, was man eigentlich meint, dass man mit dem bloß machen kann. Es ist es einfach. Burgis, weil es gut ist.